Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution, creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 115. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 31. Mai 2018 und ich habe hier meine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 226. Knowledge-Seeker-Workshops von heute Morgen um 9, gut 3 Stunden lang. Und ja, Herr Keshe hat gesagt, dass in den letzten Monaten sich das gezeigt hat, dass diejenigen, die hier sind, sagt er, also innerhalb der Keshe Foundation in irgendeiner Art und Weise, dass die hier sind und für ihren materiellen Gewinn, dass die sich zurückgezogen haben und dass die übrigen, die noch dabei sind, die da sind, um die Technologie für den Frieden einzusetzen. Und das ist etwas, was Herr Keshe öfters schon gesagt hat, dass die Leute, die ihre eigenen Interessen im Spiel haben, im Sinn haben oder wie auch immer man das ausdrücken will, dass die mit der Zeit von alleine verschwinden, weil die Keshe Foundation ja nun nicht so ausgerichtet ist, die
Die, also es ist ja eher eine Schule, wenn man so will, als eine Fabrik, wo das alles in Massen produziert wird und so weiter. Es geht eher darum, den Ethos zu lernen und die Technologie zu verstehen, die Wissenschaft zu verstehen. Und das ist für einige eben nicht ideal. Dann hat Herr Kirsch von Licht erzählt, beziehungsweise dem Raumschiff, das dann eine Barriere aus Licht erzeugt. Und er sagte, dass das auch eines der ersten Dinge in der Weltraumtechnologie sein wird, das Erzeugen von Licht. Und dass das System, also die Sternformation, die dann zu dem Raumschiff-Objekt wird, dass dieses System auch den Körper des Menschen mutieren lassen wird, unvermeidlich, sagte er. Und das heißt, wenn man diesen Feldern ausgesetzt ist, dann ändern sich die Organe oder was auch immer. Das hat Kirsch mal Beispiele für genannt. Also sprich, das ist eine gewisse Evolution, die dann da passiert. Er sagte auch, dass es unmöglich sein wird, so ein Raumschiff anzumalen, weil es zwar anfassbar ist, also man wird es anfassen können, aber die Anfassbarkeit quasi, also das, was man anfasst, das ist ist aus Feldern erzeugt und nicht aus Materie zusammengebaut. Das heißt, man könnte sagen, das sind Felder, die solide gemacht sind, aber es sind immer noch Felder. Und wenn dieses Feld ausgeschaltet wird, dann ist auch diese solide Wand weg. Und dass dieses Feld halt sich ständig neu erneuert im Austausch ist und ein ständiger Prozess ist und deswegen man sowas gar nicht anmalen könnte. Und er sagt auch, dass es uns bis jetzt nicht gelungen ist, das Feld zu verkleinern. Und dass wir also mehr Verlust haben in so einer Sternformation als Gewinn. Und erst an dem Punkt, wo mehr in das Feld reingeht als verloren geht, erst in dem Moment kann sich was Stabiles aufbauen. Und dafür hat Herr Kirsch ja letzte Woche ein paar Tipps gegeben, ich habe ja die Videos gezeigt mit den verschiedenen Aufbauten von John in Arizona. Und da hat Herr Kirsch eine ganze Menge Infos gegeben, wie man diesen Feldfluss noch weiter verstärken kann. Bis zu einem Punkt, wo sich dann im Zentrum dieses Systems ein freies Plasma bildet, das stark genug ist, um eine eigene Entität zu bilden. Und sich dann eben ein Feld aufbauen kann, was dann zu dem Effekt führt, dass zuerst war das, dass man Wind spürt, dann spürt man Hitze, dann kommt Licht, Lichterscheinung und dann kommt Anfassbarkeit. Dann hat Herr Kirsch schon was aufgezeichnet, wo er die Sternformation gezeigt hat, also die drei, das sind diese drei Reaktoren unten und ein Reaktor oben, das sind diese vier Reaktoren, die mal als die Sternformation bezeichnet wird. Und dass, wenn man diesen oberen Reaktor, wenn dieser obere Reaktor das Feld des Universums hat, dann ist es quasi ein Feldfluss, der, ich glaube, ich zeig das hier mal besser. Sonst kann ich das nicht so gut erklären. Also wenn wir hier diese Sternformation haben, hier sind die drei, die jetzt, sagen wir, auf dem Boden stehen und der eine, der weiter oben ist. Und Herr Kirsch sagte, dass wenn dieser da oben auf der Ebene des Feldes des Universums ist, also die Feldstärke hier des Universums hat oder der Galaxie oder wie auch immer, dass man von hier aus quasi dann die Interaktion mit den einzelnen Reaktoren, die das Feld hier aufbauen, man könnte sagen, ein physisches Objekt herunter manifestieren. Also das heißt, von diesen Feldern, die wir hier oben haben, was rein Felder sind, wird das heruntergezogen auf eine Ebene, die eben Materie bildet. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man diesen Reaktor da oben richtig eingestellt hat, dass er nicht zu begrenzend ist,
Zum Beispiel könnte man ein System haben, das nur hier auf der Erde funktioniert, ja, aber im Weltall Probleme machen würde. Oder man hat, das ist, hat was damit zu tun, wie umfangreich das Feldspektrum des Systems ist und namentlich dieses oberen Reaktors. Und das entscheidet dann letztendlich auch, wie weit man durchs Universum reisen kann. Und Herr Kesch hat da auch so ein Beispiel genannt, dass innerhalb des Sonnensystems innerhalb des Sonnensystems die ja, Bereiche gibt, wo Planeten entstehen und dass wenn man das Feld falsch einstellt, was hat er hier so gezeichnet, wenn das jetzt das Sonnensystem ist und dann entstehen ja die Planeten, so wie Herr Kesch das erklärt hat, von außen her und die gehen dann hier nach innen und wenn das Raumschiffsystem nicht richtig eingestellt ist, dann werden diese Objekte hier eventuell, die Planeten oder was auch immer das noch für Objekte sein könnten, die würden nicht durch das Schutzschild hindurchfliegen, wie das jetzt sonst normal wäre und dann würde man crashen und dann hätte man ein Problem. Er sagte auch, dass es sehr leicht ist, verhältnismäßig hier auf der Erde ein funktionierendes System zu erzeugen, weil das im Weltall viele verschiedene Faktoren sind, die an den Feldern ziehen oder auf die Felder wirken. Und er sagte, das könnte dazu führen, dass man eben ein Feld erzeugt, das im Weltall dann so ja, zickzack ist oder halt nicht harmonisch rund, weil es viele andere Interaktionen gibt, die wie gesagt Einfluss auf das Feld haben. Ja, dann sagte er, dass um ein Raumschiff voranzutreiben, Moment, das teile ich jetzt nochmal wieder. So. Also wie Herr Kescher schon öfter gesagt hat, wenn man jetzt hier ein Flugzeug hat, dann bewegt sich das Flugzeug ja, wenn es sich jetzt in diese Richtung bewegt, dann sind der Schweif geht ja nach hinten. Und beim Plasmaraumschiff, da ist das andersrum, da geht der Schweif in Anführungsstrichen, wenn man da überhaupt so von sprechen kann, der geht nach vorne. Das heißt, wenn wir hier jetzt dieses Raumschiff haben, das positioniert sich, indem es ein Feld nach vorne erzeugt. Und das ist eben, wenn man hier in diesem Reaktor ein Feld einstellt von, also man ist jetzt hier an Punkt A und man stellt jetzt hier ein Feld von Punkt B ein, dann wird das plasmatische Feld so positioniert, dass es sich dem B nähert. Und das ist ein Feld, das nach vorne erzeugt wird. Und wenn das System richtig funktioniert, dann würde dieses Feld, was hier vorne projiziert ist, würde einen dann auch außerhalb des Spektrums der Körperlichkeit nehmen. Das heißt, selbst Objekte, die hier zwischen sind, die würde das Raumschiff einfach ignorieren. Diese würden quasi durch einen durchgehen. Ja, und das zum Positionieren wurde auch noch ein bisschen mehr gesagt. Und zwar ging es da um die Vögel. Und zwar, es wurde gefragt, wie die Vögel navigieren, wenn sie, also Herr Kescher hat erklärt, dass die Vögel zwei verschiedene Referenzpunkte haben, also dass das auch hier, die Art wie Vögel oder andere Tiere, die das machen, die über so unglaubliche Distanzen navigieren können, die machen das so, ich lösche mal eben das hier. Das heißt, er hat das so aufgezeichnet, wenn jetzt hier in Afrika ein Baum ist und dann auch in Europa ein Baum ist und der Vogel jetzt quasi auf dem Weg ist von Europa nach Afrika, dann hat er diesen Baum als Referenzpunkt und diesen Baum als Referenzpunkt. Das heißt, egal wie weit das sind plasmatische Interaktionen, die jetzt hier
vom Vogel zu jeweils jedem Baum gehen. Und das ist unabhängig der Distanzen. Also man kennt das von vielen Tieren, jetzt ist auch ein Frosch beispielsweise, den kann man, weiß ich nicht, was tausende Kilometer weit weg aussetzen. Und ob der das jetzt schafft, so weit zu kommen, ist eine andere Frage, aber er weiß genau, wo es nach Hause geht. Also er würde zumindest in die Richtung schon mal richtig liegen. Und das kennen wir bei Vögeln auch. Vögel teilweise finden genau den gleichen Baum wieder, wo sie das Jahr vorher hingeflogen sind. Und Herr Kesch hat das erklärt, dass das hier auf einer Ebene passiert, die im Gehirn nah an der Seele liegt, aber noch weit genug von dem emotionalen Zentrum weg, also wenn jetzt das hier das Gehirn ist und hier der Punkt der Seele, dass das hier ziemlich, ziemlich weit hier drinnen liegt, dieses Zentrum, das diese Positionierung steuert und dass die Emotionen erst hier weiter außen beginnen und dass dieses System eben nicht beeinflusst ist durch Emotionen. Also mit anderen Worten, weg vom Materiefeldspektrum. Das passiert auf einer anderen Ebene. Bevor die Emotionen überhaupt ins Spiel kommen. Und Herr Kesch sagt, dass wir dieses System auch haben, genau wie Vögel, aber dass wir das einfach nicht nutzen, weil wir es gewohnt sind, sagte er, uns durch die körperliche Art und Weise voranzubringen. Und dass, wenn wir jetzt eine größere Distanz überbrücken, dann ist das im Flugzeug oder wie auch immer. Also das heißt, wir haben gar nicht mehr die Notwendigkeit quasi, das zu nutzen, diese Art von Orientierung. Weil sowohl der Transport als auch die Navigation Maschinen letztendlich für uns übernehmen. Und wiederum andere Tiere, die jetzt großes Strecken zurücklegen, die haben dieses System halt gut ausgebildet. Er sagt aber auch, dass dieses System der Positionierung oder der Navigation, dass das etwas ist, was wir wieder tun werden, dass diese neue Technologie das nämlich genau so funktioniert. Das heißt, wir werden das dann so machen wie die Vögel und diese Technologie, die verstärkt quasi diese Möglichkeiten. Weil wir, um überhaupt irgendwo hinfliegen zu können, müssen wir so einen Referenzpunkt eben haben. Okay. Dann hat Herr Kesch nochmal ganz, ganz deutlich heute gesagt, dass man die Finger weg vom Bleigans nehmen sollte. Er hat das auch ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, Blei verursacht Depression. Also das ist, Blei ist ein sehr, sehr stark gravitatives, nehmendes Gans und beziehungsweise Feldspektrum. Und dass das eine der gefährlichsten Dinge ist, mit denen wir spielen könnten. Er sagte, dass Blei hat einen sehr ähnliches Spektrum wie Zink und dadurch hat es einen direkten Einfluss auf unsere Emotionen und er sagte auch besonders auf das Neurosystem. Und er sagte, er hatte noch gesagt, am besten sollte man Blei ganz weit verstecken, wegbringen, am besten 10 Meter tief vergraben, weg von irgendeinem Ort, wo jemand wohnt. Also mit anderen Worten, er hat das wirklich deutlich ausgedrückt, dass man die Finger weg vom Blei lassen sollte. Und der hat das auch schon mal erklärt vor längerer Zeit, dass es gab ja früher mal, vor langer Zeit, vor Jahrhunderten, wo viele Menschen durch Bleivergiftung gestorben sind, weil man früher Bleibecher hatte. Und da hat Herr Kesch auch schon mal gesagt, dass da die eigentliche Todesursache ist nicht die Bleivergiftung, sondern es ist die Depression, die auf der emotionalen Ebene passieren und dadurch der Lebenswille verschwindet und auf diese Art die körperlichen Symptome sozusagen folgen. Dass das eigentlich der Grund ist, was das Gefährliche an Blei ist. Ja, dann sagte er, dass die Kontrolle
die ausgeübt wird auf uns, dass die bald vorbei ist und dass wir in Zukunft nur noch darüber lachen werden, wie die Rothschilds, sagte er, uns kontrollieren konnten. Dass es also in Zukunft so gar nicht mehr vorstellbar sein wird. Und er sagte auch, dass wir die Bevölkerungsexplosion, die wir momentan haben, dass wir die brauchen, weil wir sonst in 30 Jahren die Erde leer wäre. Also Herr Kesch spricht ja immer davon, dass ein großer Prozentsatz, ich glaube so um die 70% oder so, sagte er, werden ins Weltall gehen oder vielleicht auch mehr, aber 70% werden nicht wiederkommen. Irgend sowas in der Art, sagte er. Und ja, und wenn es eben nicht so eine Bevölkerungsexplosion gäbe, dann ist die Erde ganz schnell leer. Und weil er sagt, es gibt ja immer noch die, die sich entscheiden, hier zu bleiben, oder die, die einfach nicht mit der Entwicklung gehen und in dem Sinne gar nicht in der Lage wären, überhaupt die Erde zu verlassen. Und er sagt auch, dass die, die Bevölkerungskontrolle ausüben, und zwar sagte er, dass die das mit Impfungen versuchen, dass die in Zukunft verfolgt werden würden. Und er sagte auch, dass der syrische Krieg der letzte ist, den wir sehen werden. Und dann wo ist er gefragt worden zu Dingen nach Periodensystem, zur Berechnung der verschiedenen Ganzsorten oder Stärken oder wie man jetzt was erzeugt. Und er sagte dazu, dass es, wenn es nach ihm ginge, würde er das Periodensystem, was die Weltraumfahrt angeht, in den Mülleimer werfen. Er sagte, es viel besser wäre es, auf die Neutronenlevel zu achten, anstatt die Periodentabelle, so wie wir sie kennen. Dann hat er gesagt, dass das neue Zentrum in China für Südchina ist diese Woche, sind sie diese Woche eingezogen. Er sprach davon 1000 Quadratmeter. Und er sagt auch, dass nächste Woche die Keshe Foundation China Webseite veröffentlicht wird. Und dann ist er gefragt worden, dass wenn man ein freies Plasma mit seinen Händen erzeugt, das wurde er gefragt, wie könnte man dieses freie Plasma dann halten? Und zwar ging es hier um nanobeschichtete Kugeln. Das heißt, dass man ein Feld erzeugt durch seine Hände, aber dieses Feld sozusagen speichern möchte oder halten möchte. Und dafür könnte man nanobeschichtete Kugeln verwenden, wo man das Feld quasi reingibt und das Feld, die Nanoschicht würde dazu zeugen, dass das Feld bleibt. Und Herr Kesch sagte, dass das erzeugte Feld muss lange oder stark genug erzeugt werden, sodass das seinen eigenen gravitativen Punkt erhält und dadurch dann zu einem selbsterhaltenen Plasma wird. Das heißt, erst ab einem bestimmten Punkt, wo sich das Plasma selbst interagiert und selbst hält, erst in diesem Zustand kann man es dann inzwischen entsprechend auch lagern. Und dann wurde er gefragt, wie man sich am besten mit dem, also es ging darum, einen Mangkraft noch zur Hilfe zu nehmen, diese Felder mit der Hand zu erzeugen und dann eben in diese Kugeln zu speichern. Und dann wurde noch gefragt, wie man denn sich am besten mit dem Mangkraft verbindet. Und da hat Herr Kesch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, er sagte, die beste Art, sich mit dem Feld des Mangkrafts, und das betrifft sicherlich nicht nur so ein Mangkraft, aber darum ging es jetzt, dass man bescheiden genug sein muss, um von der Feldstärke her niedriger zu sein als das Feld des Markgrafs und dass man dadurch bekommt. Also das ist etwas, was Herr Kesch schon mal in dem Zusammenhang sagte, wie er die Seele der Präsidenten nehmen könnte. Und zwar sagt er, dass es manchmal stärker ist, niedriger zu sein. Und ich zeichne das mal als Beispiel auf. Also beim Plasma ist halt diese Regel, dass das Stärkere nähert das Schwächere. Das heißt, wenn wir hier jetzt ein Stärkeres haben und hier ein Schwächeres, dann wird dieses Stärkere das Schwächere nähern. Das heißt, dieser hier nimmt ab, deswegen mache ich mal ein Minus, und dieser hier nimmt zu. Und bis zu einem Punkt, wo ein Gleichgewicht entsteht. Und das ist jetzt hier genau das. Wenn wir jetzt hier einen Mangkraft haben und das hat jetzt hier ein bestimmtes Feld und dass, wenn wir unser Feld
durch Bescheidenheit, und das ist das, was der Cash sagte, durch Bescheidenheit so unten haben, dass das Feld halt, dass unser Feld klein ist. Was dann passiert, ist, dass das Markkraft dann in Interaktion mit uns geht und uns nährt. Das heißt, dann geht es in diese Richtung. Und dem, weil wie gesagt, Herr Cash hier von Bescheidenheit spricht, dass wenn man eben das Gegenteil von bescheiden ist, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, dann stellt man sich quasi hier oben hin und dann würde es nämlich nicht funktionieren. Dann würde dieser Austausch zur Markkraft nicht funktionieren, außer in einer Art, dass wir halt der Gebende sind. Und das zeigt ja auch einen interessanten Zusammenhang, wie das in dem magnetischen und gravitativen oftmals ist, dass auch hier das Beispiel, dass das Schwächere in dem Fall eigentlich das Stärkere ist. Das ist ja letztendlich immer eine Interaktion, das ist immer eine Frage des Standpunkts. Und dass die Bescheidenheit da ja einen Einfluss eben drauf hat. Ja. Herr Cash sagte noch, dass viele Wissenschaftler es nicht geschafft haben, die Cash-Technologie zu replizieren, weil sie die Essenz in der Technologie nicht verstehen. Und dann sagte er, dass China denkt darüber nach, die USA zu sanktionieren. Und das ist schon mal was Interessantes, weil die USA ja eigentlich diejenigen sind, die Sanktionen normalerweise verteilen bzw. einleiten durch ihre politische Macht. Und Herr Cash sagte, dass er danach seit langer Zeit fragt, also seit langer Zeit dahinter ist, dass die USA sanktioniert werden. Und er sagt, dass er gespannt ist, die Reaktion der Amerikaner dann zu sehen, ob sie dann wohl schreien und weinen würden, weil sie, wie gesagt, sonst immer am anderen Ende des Tisches sitzen sozusagen. Und er sprach hier von Handels-, Waren- und Ölsanktionen. Und er sagte auch, dass wie wir das 1972 gesehen haben, würde eine Ölsanktion die USA verkrüppeln. Und der Grund, warum Herr Cash lange Zeit dahinter her war, eben Sanktionen auszuhängen an Nationen, die sowohl Krieg treiben als auch Waffen produzieren, ist ja im Prinzip ganz einfach, weil keine Nation würde gut, sag ich mal, bestehen ohne die Hilfe anderer. Es ist immer ein Austausch, sei es Handelssystem oder was auch immer. Und wenn man aus diesem großen Zusammenspiel rausgenommen wird, weil man als waffenproduzierendes Land oder als kriegsführendes Land, wenn jetzt alle anderen Länder oder sagen wir mal 100 andere Nationen, die den Handel einstellen. Also das heißt, wenn es ein internationales System gibt, das sofort ein Land, das Waffen produziert oder eben Kriege führt, sanktioniert, dann würden diese Länder sofort innerhalb kürzester Zeit quasi handlungsunfähig werden. Also sie würden bankrott gehen, sie würden die Ruinen entgegenstehen. Und China ist so ein Land, was diese Möglichkeit seit einer ganzen Weile hat, eine Kontrolle über die USA auszuführen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie Herr Cash sagte, das ist die Art, wie der Frieden erreicht wird. Und wie gesagt, sobald ein Land auch nur darüber nachdenken würde, Waffen zu produzieren, würde es sich selbst aus der restlichen Weltgemeinschaft quasi ausschließen. Also es würde einfach langfristig, es würde nicht mehr funktionieren. Momentan ist es so, dass der Krieg ja einfach noch profitabel ist. Und wenn man das aus der Geschichte da rausnimmt, dass Krieg eben nicht mehr profitabel ist, sondern im Gegenteil, Krieg gar nicht mehr finanzierbar ist, aus der Sicht gesehen, dann wird ja zwangsweise der Frieden kommen. Dann ist er gefragt worden zum Gerichtstermin, was letzte Woche war in Belgien. Und er sagte, dass alles so verlaufen ist wie geplant. Und dass es jetzt zum höchsten Gericht in Belgien geht, wo sie dann Beweise präsentieren können.
Und dann ist er noch gefragt worden nach weiteren Handzeichen. Herr Kescher hat mal so ein paar Handzeichen erklärt. Und ob das denn die, das war so eine Referenz zur universellen Sprache. Und da hat Herr Kescher aber auch dazu gesagt, dass das dass immer noch im Materiebereich ist, weil die Handzeichen einem ja nicht weiterhelfen, wenn man mit jemandem kommuniziert, der gar keine Hände hat. Also das heißt, das ist nicht die Universalsprache, sondern das ist die Sprache der Seele. Und hierzu hat der Kesche auch erklärt, dass wenn man, er hat das Beispiel genannt, wenn man mit seiner Mutter interagiert, dass hier ein Austausch stattfindet und dieser emotionale Austausch, der durch die verschiedenen Filter geht, also wenn wir hier jetzt das Gehirn jetzt beispielsweise haben, und dass wir hier jetzt verschiedene Filter haben, die sowohl im Materiespektrum sind als auch darüber hinaus, dann sind die, also er hat das Beispiel genannt, wenn unsere Mutter uns anlächelt, dann werden da Emotionen ausgetauscht, die Emotionen, die auf der körperlichen, im körperlichen Feldspektrum liegen, die haben eine direkte körperliche Reaktion als Resultat, wie zum Beispiel, dass sich die Gesichtszüge verändern. Das heißt, eine bestimmte Emotion ist da, und wenn diese Emotion jetzt Freude ist, dann führt das auf der körperlichen Ebene zu, dass man lächelt und was man sonst noch für Mimik und Gestiken äußert, und das hat natürlich auch wieder eine körperliche Reaktion beim Gegenüber, dass man zurücklächelt oder wie auch so eine Reaktion das auch immer ist, aber dass über diesen körperlichen Reaktionen hinaus eben auch noch emotionale Reaktionen sind, die auf der von Seele zu Seele gehen, und er sagte, dass dieser Spektrum das Entscheidende ist. Das heißt, das Körperliche aus diesem Austausch weglässt, also dass man bei jedem Austausch, jeder Interaktion, die wir haben, immer dieses Spektrum ist, wo wir, wenn man das jetzt mal so zeigt, wenn das jetzt so ein emotionales Spektrum ist und dass das Blaue jetzt hier beispielsweise ist im körperlichen Spektrum und das Rote ist außerhalb des körperlichen Spektrums, quasi direkt die Kommunikation von Seele zu Seele. Und das ist das, was als die universelle Sprache bezeichnet. Und er sagte auch, dass wir im Weltall später nicht so viele Filter mehr brauchen, also die verschiedenen Emotionen, die bezeichnet er als Filter. Und dass man viele von denen weglassen könnte, weil wir sowas wie Angst und Wut beispielsweise einfach nicht mehr benötigt wird. Also dass quasi die gleiche Kommunikation über weniger unterschiedliche Filter stattfinden kann. Ja. Das jetzt erstmal, gibt es dazu Fragen und Ergänzungen? Ja, hallo Mario, hier ist Hans Rudolf. Ich habe im Chat gelesen, dass jemand fragt, wenn man die Position des Zieles, wo man hinreisen möchte, nicht kennt, wie kann man das erkennen. Und da hat ja, glaube ich, die Frage hat Ruti gestellt und Herr Kesch hat eine Antwort darauf gegeben. Ich habe sie leider nicht ganz verstanden. Hast du das verstanden, was er gesagt hat, wie man das erreichen kann? Soweit ich das weiß, ist das eine, also Herr Kesch sprach öfter davon, dass man den Kontakt zu seinem sozusagen in Anführungsstrichen Zwilling, sagt er immer, diesen Kontakt zu seinem Zwilling, zu der inneren Seele oder Zentralseele oder wie auch immer man das bezeichnen will, dass wenn dieser Kontakt besteht, dass man dann einen Referenzpunkt hat, zu dem man dann beliebig ein Ziel wählen kann. Also das heißt, man braucht einen anderen Referenzpunkt, damit man dahin reisen kann. Das ist ähnlich wie, könnte man sich ein GPS-System vorstellen. Dass man ja mehrere Punkte braucht, um einen weiteren Punkt finden zu können. Und das heißt, in diesem Fall ist es so, wenn man einen zweiten Punkt hat als Referenzpunkt, dass man dann die Punkte bestehen kann. Also das Ding ist,
Herr Kirsch sagte, dass unsere Computersysteme noch nicht schnell genug seien, also unsere aktuellen, die Art, wie die Technologie, wie unsere Computer aufgebaut sind, nicht schnell genug ist, um solche Dinge berechnen zu können. Und das, er sagte, dass wir deswegen erstmal noch darauf angewiesen sind, das durch die, durch unser eigenes Fühlen, durch unsere Seele zu tun. Das heißt, dass man durch eine gewisse Art von Fernwahrnehmung sich einem entfernten Feld sozusagen annehmen kann. Das heißt, schon spüren kann, fühlen kann und sich diesem Feld angleichen kann. Und dann quasi einen Anker zu diesem Punkt legen kann. In Zukunft wird es dann auch Technologien geben, wo wir ferne Punkte, wo wir noch nie vorher waren, messen können oder anhand von einem Kartensystem herleiten können, wie eine bestimmte Feldstärke, wie eine Telefonnummer oder eine IP oder wie auch immer. Das im ganzen Universum ist, in jedem Ort ist die Feldstärke eine etwas andere. Und dass, wenn wir irgendwann solche Computersysteme haben oder so eine Kartografien, dass wir dann in der Lage sind, eben auch so die Punkte zu bestimmen. Okay, das heißt im Prinzip ein Remote Viewing, also dass unsere Twin-Seele, er spricht ja von der Twin-Seele, eine Art Remote Viewing machen kann über diesen Ort, wo wir hinreisen wollen, und dass dann wir das so erkennen können. Ist das nicht so, wie du das mit dem Vogel erklärt hast, Mario? Von dem einen Baum zu dem anderen Baum? Ja, also wenn wir jetzt ein Raumschiff haben, so eine Sternformation, das sind hier wieder die drei am Boden und dann der eine oben, dann haben wir hier ein Feld auf jeden Fall, das wir erzeugen. Aber um dieses Feld, das was jetzt hier als Gesamtes erzeugt wird, um das in Bewegung zu bringen, müssen wir zusätzlich ein Feld außerhalb projizieren. Das heißt, wir erzeugen jetzt ein Plasma, das wir nach außerhalb projizieren. Und das hat er gesagt, das ist etwas, was er auch den Chinesen momentan beibringt, wie sie das machen. Das heißt, man kann ein System aufbauen, wo wir das eigentliche freie Plasma nicht in dem System haben, sondern an einem anderen Punkt haben können. Und das ist genau dieses Ziel, was denn hier angepeilt wird. Und das ist denn die Richtung, an dem dieses Plasma hinbewegt. Und er hat auch erklärt, dass das Gebende sich dem Nehmer sozusagen hinbewegt. Dass das Magnetische, also das, was geben möchte, was dem Schwächeren gibt, bewegt sich zu dem Schwächeren hin. Und das finde ich auch einen interessanten Zusammenhang, weil ja die Art, wie man die Welt selber sieht und sich erklärt, das bestimmt ja auch die Art, wie man die Welt wahrnimmt. Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass man die Welt einerseits sehen kann, als die ganze Welt lebt in Harmonie. Das heißt, die Natur gleicht sich gegenseitig aus, alles ist harmonisch, alles versucht sich gegenseitig zu stärken, gegenseitig aufzubauen. Ein anderes Weltbild ist, dass das Gesetz des Stärkeren, Fresse gefressen werden. Das heißt, das sind zwei verschiedene Weltbilder, die man haben kann, wo man in dem einen sagt, der Stärkere muss sozusagen, ist der gewinnt und alle anderen werden gefressen. Und aus beiden Perspektiven gesehen kann man die Welt sehen und beschreiben. Das ist wie quasi eine Brille, die man sich aufsetzt. Setzt man sich eine rosarote Brille auf, dann sieht man die Welt rosarot. Setzt man sich eine grüne Brille auf, sieht man die Welt grün. Und was ich hier interessant fand, ist, dass Herr Kirsch gesagt hat, dass eben der Magnetische, der Gebende, sich zu dem hinbewegt, der nimmt, weil das eben nicht so das Verhalten, dem Verhalten widerspiegelt, das wir Menschen haben. Das ist, wir Menschen haben eher das von unserem Standpunkt, unser Standpunkt, und wir gehen durch die Welt und sagen, was kann ich mir nehmen? Wo habe ich meinen Nutzen, was kann ich mir nehmen und was kann ich ja für mich gebrauchen oder warum, um mich weiterzubringen. Und dieser Gedanke, der zeigt, dass das eine andere Perspektive dazu, wie es im Universum funktionieren könnte, dass es eben nicht darum geht, sich selbst, den Fokus darauf zu legen, sich selbst zu verwirklichen oder effizient zu machen oder seine eigenen Chancen zu verbessern, sondern darum, den anderen ihre Chancen zu verbessern, den anderen zu helfen, besser zurechtzukommen. Weil das ist quasi das im Universum hinterliegende Sozialsystem.
weil damit nämlich jedem gedient wäre. Weil jeder irgendwo, sage ich mal, eine begrenzte Kapazität, begrenzte Felder, begrenzte Möglichkeiten hat. Und wenn aber jeder das, was er hat, zur Verfügung stellt für andere, dann wäre niemand mehr im Mangel. Ich habe auch eine Frage, Mario. Renate ist da. Ruti hat zwei Fragen gestellt. Bevor sie diese Frage gestellt hat, ja, wie mache ich das, wenn ich an einen Ort will, an den ich noch niemals war, hat sie vorher eine andere Frage gestellt, wo es auch um diese Referenzpunkte gegangen ist, wo Herr Cash ausführlich eingegangen ist. Ich habe aber leider vieles nicht verstanden dort. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also ich hatte den Eindruck, das war auch sehr erhellend für Sie, also was er da erklärt hat. Also zum einen, was Herr Cash sagt, ist, dass die Seelen, also er sprach ja in dem Zusammenhang auch von den Referenzpunkten oder der Verbindung, die man auf seelischer Ebene hat. Also das heißt über der körperlichen Welt hinaus. Und dass man auch, dass eben dieser seelische Teil ja der ist, also wenn man das dieses Spektrum, wie ich eben aufgezeichnet habe, wenn man den körperlichen Teil weglässt, dann ist ja nur noch der Kommunikationsteil der Seele da. Und dass das auch die Art ist, wie Seelen jetzt miteinander interagieren, und dann ist das völlig unbedeutend, ob jemand da noch einen Körper dran hängen hat oder nicht. Und dass man diese, das Beispiel, was er gesagt hat, wenn die Mutter einem anlächelt, dass das aber immer noch eine andere Feldstärke ist, als wenn der Vater einen anlächelt. Also das heißt, dass die Seele genau unterscheiden kann, was ist was. Und die Referenzpunkte, ich überlege gerade, also das eine ist, dass der Vogel, der von Baum A zu Baum B fliegt, dass der ja dann quasi auch eine Verbindung darstellt, die Bäume miteinander verbinden. Weil der Vogel macht ja quasi als Referenzpunkt A und B, und er selbst ist der Vermittler zwischen A und B, weil er so ein Feld aufbaut zwischen A und B. Und dass damit ja auch die Bäume wiederum in Verbindung sind. Das heißt im Grunde genommen, da ja alles miteinander verbunden ist, also wir Menschen, die Tiere, zu allen Objekten, sei es auf der Erde, sei es im ganzen Universum, wenn man diese Verbundenheit nützt und so den Ort erkennen kann, wo man hier will, dann ist das im Prinzip ja eigentlich die Antwort auf diese Frage, wo wir hinkommen. Also ich habe meine Beschreibung gehört, die zu dem Positionieren. Also Herr Cash sagte auch, dass man sich, dass es genauso funktioniert, dass auch sich an zwei Orten zur gleichen Zeit zu sein. Er sagte, es ist letztendlich eine eigene Entscheidung, die man trifft. Und zu dem Positionieren ist es so, wenn man quasi seine Fernwahrnehmung auf einen bestimmten Punkt setzt, dann ist man zum einen, das heißt, sagen wir mal, ich mache jetzt in einer Meditation oder was auch immer, nehme ich jetzt fernwahr den Mount Everest. Ich stehe jetzt auf dem Mount Everest in dieser Fernwahrnehmung. Und dann ist zumindest ein bestimmter Aspekt meiner Aufmerksamkeit, ein bestimmter Teil meiner Wahrnehmung, meiner Seele letztendlich, habe ich auf diesen Punkt gesetzt, auf dem Mount Everest. Und dadurch, dass ein Teil von mir dahin projiziert wird, ist ja auch die Interaktion mit dieser Umgebung bereits da. Das heißt, auf diese Art kann man wahrnehmen, was die genauere Feldstärke, also die jetzt quasi, in der die Adressdaten, sage ich mal, drin sind, also in der Feldstärke von jedem Ort, ist ja auch der Ort selbst drin gespeichert, das heißt, wo das ist. Und
dass wenn man auf diese Art kann man zum einen, wie gesagt, die Fernwahrnehmung so funktionieren, dass man wahrnehmen kann, als wäre man dort, weil ein Teil von einem ist ja tatsächlich dann dort. Und dass auf diese Weise ein Ausgleich geschaffen werden kann von dem Punkt, wo man gerade ist, zu dem Punkt, an dem man sich hinprojiziert. Und dass, wenn die Kraft ausreicht, ob das jetzt durch technologische Unterstützung ist oder nicht, diese Felder so anzugleichen, dass sich diese beiden Felder nicht mehr so unterscheiden, dann kann man entweder an beiden Orten zur gleichen Zeit sein oder man kann sich in das Feld hineinbegeben, was dort herrscht und sitzt vielleicht, sag ich mal, meditierend in seinem Wohnzimmer und im nächsten Moment sitzt man auf Mount Everest. Weil man das Feld des Mount Everests sich seinem eigenen Feld hinzugefügt hat. Und dadurch hat man die Fernwahrnehmung, quasi diese beiden Felder, die in den Ort sind, wo man ist, mit dem eigenen Energiefeld, der eigenen Aura, in Verbindung gebracht zu dem Ort, wo die Fernwahrnehmung stattfindet. Und auf diese Art und Weise findet ein Ausgleich dieser beiden Felder da, wo dann letztendlich auch das Mitnehmen der Physikalität dann stattfindet. Also das ist, was man dann Teleportation oder was auch immer nennt. Oder Bilokation. Thomas fragt, ob das was mit den Feldern zu tun hat, wenn man zum Beispiel Löffel verbiegen kann. Und es ist letztendlich, ich habe das letztens im Privatunterricht gesagt, dass ich sehe das zumindest so, dass die physikalischen Gesetze, weil wir ja auch Gesetzmäßigkeiten kennen, die darüber hinausgehen, wie das Plasma folgt bestimmten Gesetzen, wo die physikalischen Gesetze, die nur für die Materieebene gehen, gar nicht bestehen. Gerade wenn man jetzt von Bereichen redet außerhalb der Zeit. Dass die physikalischen Gesetze sozusagen innerhalb eines bestimmten Feldspektrums quasi Vorgaben sind, das ist wie, als wenn man über die Ampel geht. Man hat eine rote Ampel und das ist eine Vorgabe, sich sozusagen daran zu halten, an der roten Ampel stehen zu bleiben. Aber wenn das eine kleine Straße ist und aus weit und breit kein Auto, dann kann man über diese roten Ampel auch rübergehen. Und genauso die physikalischen Gesetze sind ja letztendlich auch nur eine Zusammenfassung von Feldern. Und wenn man diese Felder manipulieren kann, durch seinen Willen, Absicht, was auch immer, dann ändert sich auch das Feld der Materie mit. Das heißt, man spielt da entweder mit den physikalischen Gesetzen selbst oder man spielt mit dem Feld, aus dem diese Materie letztendlich besteht. Oder man spielt mit dem Feld, das die Umgebung des Objekts bestimmt. Das heißt, weil ein Objekt ist ja bestimmt durch die Interaktion der eigenen Felder mit den äußeren Feldern. Das sieht man das Beispiel von einem Luftballon. Der Luftballon ist ja nicht, die Größe eines Luftballons ist ja nicht nur dadurch bestimmt, wie viel Gas in dem Luftballon ist, sondern wie der Druck von außen ist. Das heißt, die Form wird bestimmt durch den Druck von innen im Ausgleich mit dem Druck von außen. Ist der Druck von außen geringer, wird der Luftballon größer. Ist der Druck von außen größer, wird der Luftballon kleiner. Ja, obwohl der Druck von innen ja der gleiche ist. Aber dieses Zusammenspiel dieser beiden, innen und außen, oder im Plasma gesehen, magnetisch und gravitativ, der bestimmt die Form. Und wer diese Felder eben manipulieren kann oder eben das Feld der Umgebung manipulieren kann, der kann die Materie manipulieren. Also es gibt da so viele Tests oder Experimente, die man da ganz leicht selber machen kann. Man kann durch ja ganz einfache, sag ich mal, mentale Übungen kann man
kann man all die möglichen körperlichen, ich meine, ihr kennt die Kampfkunstexperten, die Ziegelsteine durchschlagen oder all diese Sachen. Das ist eine Übung quasi in dem sein Willen auch zu beherrschen. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, man nimmt Stöckchen in die Hand und stellt sich jetzt ganz doll vor, dass man die nicht durchbrechen kann. Und dann gibt man mit voller Kraft, versucht man die durchzubrechen und vergleicht das dann mit einem zweiten Test, den man macht, wo man sich vorstellt, dass man die jetzt ganz einfach durchbricht. Das heißt, bevor man das überhaupt versucht, ist man im Kopf das schon durchgegangen, dass die zerbrechen. Und da, durch solche ganz einfache Übungen kann man sehen, dass man zu viel mehr Kraft sich durch mentale Vorstellung und durch mentale Vorarbeit quasi ganz andere Kräftezustände erreichen kann. Oder man hängt sich an eine Stange und stellt sich einfach vor, dass man da unendlich lang dran hängen kann. Und man wird sehen, man kann viel länger dran hängen als ohne diese mentale Vorbereitung. Und das ist in allen möglichen Bereichen so. Und das ist letztendlich, wenn man, ist es ja auch ein an sich selbst glauben. Wenn man das stark genug die Energie da reinsteckt und stark genug sozusagen verwirklichen kann, dann ist das so. Und mit Muskeln beispielsweise, Muskeln aufbauen, weiß man auch, dass man Muskeln genauso aufbauen kann, wenn man nur vorstellt, als würde man eine Übung machen, wenn man sich das nur vorstellt, als wenn man diese Übung tatsächlich macht. Und das ist genau das, warum ich immer nicht verstehe, wenn jemand im Fitnessstudio, weiß ich nicht was, auf diesen Maschinen und dann nebenbei Musik hört und dann an die Pläne von morgen denkt. Weil das ist keine effektive Art, Sport zu treiben. Weil wenn man 100% mit Körper, Geist und Seele, sage ich mal, dabei ist, das ist die effektivste Methode. Ansonsten könnte man zu Hause auf der Couch sitzen und sich nur vorstellen zu laufen und da würde man auch Muskeln kriegen. Wenn man das wirklich richtig macht und sich da tief genug hineinversetzen kann. Weil das ist ja letztendlich das, wie Muskeln wachsen. Das ist nur eine mentale Stimulierung. Das ist nicht die tatsächliche körperliche Anstrengung, die dazu führt, dass die Muskeln wachsen. Das ist die Stimulierung dazu, dass wenn man jetzt, sage ich mal, schwer trägt, dann wird dem Körper mit Stimulanzen gesagt, dass er mehr Kraft braucht, damit er das nächste Mal auch schwer tragen kann. Es ist nicht das eigentliche Heben, was dazu führt, dass die Muskeln wachsen, sondern es ist dieser Impuls, der dazu führt, dass die Muskeln wachsen. Und diesen Impuls kann man auch ohne das eigentliche Heben senden. Ich habe manchmal den Eindruck, wir stehen kurz davor, das irgendwie zu realisieren. Und ich glaube, wenn es einigen gelingt, dass es dann ganz schnell geht, dass dieses Wissen auch vielen Menschen zugänglich wird. Ja, das ist ja auch der 100. Affe-Effekt, dass wenn eine bestimmte kritische Masse erreicht ist, dann springt es auf alle über. Und es ist ja auch so, dass wenn wir jetzt einen hätten, sag ich mal, unter uns. Wir sind jetzt in einer Großstadt oder was auch immer und da ist einer bei, der kann Dinge, die für, sag ich mal, für die meisten Menschen nicht möglich sind. Sag ich mal so ganz einfach gesagt, nicht nur schwierig, sondern wo die überzeugt werden, das geht gar nicht. Also das ist einfach nicht möglich, weil nach ihrem Weltbild, nach ihrer Vorstellung, materialistische Welt und so weiter, geht es nicht. Dann würde man diese Leute in irgendeiner Form ausgrenzen. Man würde sie mental ausgrenzen. Das heißt, man würde sagen, ja, die schummeln oder die tricksen oder die oder man fühlt sich direkt bedroht von denen und wird aggressiv oder man sieht die als Gotteslästerer oder was auch immer oder kommen wir zur Hexenverbrennung und all diesen Sachen. Wenn aber eine bestimmte kritische Masse erreicht ist und wir immer wieder sehen und es immer mehr Menschen gibt, die das können, und dann ist das schon eine ganz andere Sache. Dann hinterfragen wir, Moment, der eine hat das gemacht, der andere auch und der jetzt auch. Also das heißt, dann automatisch öffnet man sich dem auch mehr, sowohl individuell durch die Erfahrungen, die man macht, als auch auf einer kollektiven Ebene, wo man ja im Bewusstsein verbunden ist. Das heißt, das ist ja auch so ein Phänomen, dass eine bestimmte Erfindung, und da gibt es viele Beispiele für, dass bestimmte Erfindungen revolutionäre Verbindungen, die die Menschheit irgendwie 100 Jahre vorangebracht haben,
an mehreren Orten auf der Welt gleichzeitig passiert sind, wo gar nicht nachweisbar ist, wer diese Erfindung eigentlich gemacht hat, weil mehrere Menschen unabhängig voneinander diese gleiche Erfindung zur gleichen Zeit gemacht haben. Und das ist genau so ein Punkt, dass wenn einer etwas lernt oder etwas Neues tut, was für uns Menschheit vielleicht was Neues ist, dass das umso schneller dann für alle anderen umzusetzen ist und auch zu realisieren ist. Also das, in dem Sinne denke ich auch, dass das ab einem bestimmten Punkt kommt, dass das solche Dinge auch gar nicht mehr in Frage gestellt werden. Dass es immer mehr normal wird und immer mehr verständlich wird und immer mehr auch nachmachbar wird. Darf ich so ganz eine praktische Frage vielleicht nochmal stellen in Bezug auf das Blei? Ich habe nämlich den V2 hier als Star Formation in meiner Wohnung und habe in der Mitte, war das jetzt Bismut ganz, mit einem Tropfen Blei ganz Wasser hinzugegeben. Und ich hatte die Frage gestellt, was ich machen soll, ob ich das wegwerfen sollte. Und ich glaube, wenn ich richtig gehört habe oder das richtig verstanden habe, dieses, ich soll das alles wegwerfen. Ne? Ja, genau. Also Herr Kesch hat da unmissverständlich erklärt, dass du es am besten 10 Meter tief vergraben sollst und das da, wo keiner wohnt. Also ich denke mal, dass Herr Kesch auch am Anfang, als mit Gans gearbeitet wurde, dass Herr Kesch ja immer so ein bisschen Sachen erklärt, damit man selber versteht. Weil ganz am Anfang, ich kann mich nämlich selbst erinnern, ich habe auch eine ganze Menge Bleigans hergestellt, ziemlich viel, und habe am Anfang das auch noch gar nicht verstanden. Ich dachte einfach, das wäre, weil es einfach ein starkes Ganze ist, also eine hohe atomare Masse, also sehr gravitativ. Deswegen dachte ich, ist in dem Zusammenhang, je gravitativer, desto besser. Aber dass natürlich alle verschiedenen Dinge, alle unterschiedlichen Spektren natürlich auch bestimmte Wirkung haben, und deswegen ist der Cash da am Anfang auch noch nicht so ganz drauf eingegangen. Aber jetzt gibt es ja auch schon mehrere, die diese Erfahrung gemacht haben mit Bleigans, dass es denen da wirklich schlechter mitgeht. Ja, ich hatte ja diese trockene Kugel damals hergestellt, weil er das in einem Studententeaching mal erwähnt hat. Und da war die eine Hälfte aus CO2-Zinkoxid ganz getrocknet und die andere mit CH3. Bei mir war es Eisen, weil ich gedacht habe, das ist dasselbe. Und wenn die dann getrocknet sind, beide Kugeln zusammen und von unten ein Tropf Bleigans-Wasser, der dann so von alleine dann wegtrocknet. Und das gibt innen drin einen Torus. Das habe ich alles nachgebaut und ihm übermittelt. Und da wurde mir aber noch nicht erzählt, dass das solche Auswirkungen haben kann. Ist es dir nicht möglich, das auszutauschen? Nur das eine? Ich vermute mal, dass es wahrscheinlich wichtig ist, alles wegzuwerfen. Also mit Gläsern und mit Spulen und alles, was damit in Berührung gekommen ist, sollte man besser wegwerfen. Ich habe das noch nicht entsorgt. Ich mache mir Gedanken darüber. Wolfgang fragt, wie ich das Blei ganz entsorgt habe. Ich habe es meinen Nachbarn geschenkt. Nee, Spaß. Ja, irgendjemand, den man nicht mag. Hier hast du ein Geschenk. Nein. Ich habe das im Keller und das ist ziemlich weit, weit genug, sag ich mal, weg von allen Menschen. Und ich habe es nicht entsorgt in dem Sinne. Ich habe es einfach nur verstaut für den Fall, dass ich es doch mal irgendwie nutzen möchte. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das entsorgen würde. Also, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht, weil ich es einfach noch nicht gemacht habe. Aber das kann man sich vielleicht ähnlich sehen wie mit Batterien oder so. Die wird man ja auch nicht in die normal, also die entsorgt man ja auch besonders. Und das jetzt einfach große Mengen an Bleigans, würde ich auch nicht unbedingt die Toilette runterspülen. Ja, also genau wie André sagt, man kann es ja trocknen lassen.
Und dann hat man schon mal nur Pulver. Das ist dann auch wesentlich weniger schon mal, was die Lagerung angeht. Und das ist, lässt sich dann sicherlich auch besser entsorgen, als wenn man da jetzt große Mengen flüssiges Ganz hat. Und dann hat doch die, wie heißt die noch aus Australien, die hatte die Frage gestellt, weil sie ja so eine Art Raumschiff für sich versucht hat zu bauen mit Gold und Silber und so weiter. Gibt es da was Wichtiges, was wir wissen müssten? Was mir jetzt dazu einfällt, ist, dass der Cash gesagt hat, dass das war auch in dem Zusammenhang, wo er die Verbindung von Blei und Zink erklärt hat. Da hat er auch von Gold gesprochen und dass das Gold eben auch eine Auswirkung hat auf die Emotionen. Großenteils positiv wohl. Also es hat wohl auch einen Grund, warum man Goldschmuck und so weiter verwendet. Er sagte auch, dass man festgestellt hat, dass das Gold unterschiedliche Auswirkungen hat, je nachdem von wo es kommt. Und also auch Gold nicht immer das gleiche Gold ist. Da hat er erwähnt, dass das russische Gold anscheinend das Beste sei, so wie ich es verstanden habe. Hat er nicht irgendwas von Aggression gesagt? Ja, auch das. Also, dass das je nachdem, welches Spektrum angesprochen wird, auch zu Aggressionen führen kann. Oder das. Aber alles in allem habe ich das so verstanden, dass Gold positive Eigenschaften hat, aber eben auch in bestimmten Fällen negative Eigenschaften haben kann, wie vielleicht jedes Material. Also das ist rot-rötlich, das Gold aus Russland. Und jetzt sehe ich gerade, es hat einen hohen Kupferanteil. Also Rotgold. Ja, Renate, hallo, André spricht. Das ist sehr rötlich, das hat einen hohen Kupferanteil. Kann ich dir bestätigen. Kennt ihr das, dass wenn ihr Kristalle, vielleicht so einem Kristallladen oder was auch immer, wenn ihr mal so Kristalle in die Hand nehmt und fühlt, wie die sich anfühlen? Das ist jetzt gerade bei Kristallen, da ist das vielleicht noch leichter zu spüren, als das vielleicht bei anderen Objekten. Und da, was man da machen kann, man kann einfach mal jedes Material. Und das ist etwas, das kann man üben. Egal, ob das jetzt beim ersten Mal gut gelingt oder nicht, das ist eine Übungssache. Das ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Dass man mal einen Kristall nimmt in die Hand und zwar geschlossen, so zwischen die beiden Hände, dass es geschlossen ist. Weil auch dann ist es ja umgeben von Ganz, nämlich vom Körper. Und dann sich mal genau reinfühlen, wie sich dieses Material anfühlt. Weil dadurch erfahren wir viel mehr davon, was das eigentlich kann, als wir durch die mathematische Messung von atomarer Masse oder sonst was rausfinden. Weil das ist nämlich dann direkt die Informationsübertragung, die wir aus dem Feld holen. Und das kann man nämlich, wie gesagt, besonders leicht mit Kristallen machen oder ähnlichen energetischen Objekten, Lebensmitteln auch und so weiter. Und das kann man auch mit anderen Metallen machen. Das heißt, da kann man einfach selber fühlen, wenn man das so ein bisschen trainiert, wie sich dieses Metall anfühlt, und dadurch hat man die Information im Feld auch, welche Auswirkung oder welche Wirkung das hat. Und das ist einfach, wenn man in diesem Austausch mit diesem Feld geht, dann ist das eine Information, die hat man einfach. Das ist wie ein Buch lesen. Man nimmt dieses Objekt und fühlt dieses Feld, und es ist so, als wenn man ein Buch liest. Man bekommt auf einmal die Informationen von diesem Feld und dann weiß man, welche Wirkung das hat und wie man es dann eventuell anwenden könnte oder ob man vielleicht die Finger wieder lieber davon lassen sollte oder was auch immer.
Das ist einfach eine Methode, die man generell für sich verwenden kann, um zum Beispiel auch herauszufinden, wie zwei verschiedene Kupfer in der Wirkung unterschiedlich sind. Ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, hier ist Arno, wie man sich eine Positionierung erschaffen kann von Orten, die man kennt oder noch nicht kennt. Indem man einfach dort sich das vorstellt, im inneren Auge sich das vorstellt und das sieht und wahrnimmt und über diese Wahrnehmung dann eine Entscheidung trifft, ob das passend ist, der Ort oder nicht. Ich glaube, das ist ein möglicher Ansatz. Vielleicht. Ja, und dann noch als Anmerkung, wenn man jetzt glauben mag, dass wenn man sich etwas vorstellt, das ist ja nur im Kopf, sagt man ja so sprichwörtlich, das ist ja nur in meinem Kopf. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise eine Katze vorstellt, dann wo ist diese Katze dann? Die Katze, man sieht die Katze, man kann diese Katze sehen, man kann, wenn man die Vorstellungskraft stark genug ist, dann kann man diese Katze auch fühlen und anfassen und sehen und wie gesagt, an all diesen verschiedenen, man kann sie hören, man kann sie riechen. Wie gesagt, wenn die Vorstellungskraft da stark genug ist und die ist bei jedem anders, manche können das vielleicht besser übers Riechen, manche besser übers Sehen oder wie auch immer, aber die Katze ist ja letztendlich, die man sich da vorstellt, die ist ja nicht in dem Kopf. Wo ist denn diese Katze? Das heißt, das ist ja auch da wieder zu dem Thema, was ist überhaupt real? Weil wir ja das, was wir in unserer Alltagswahrnehmung haben, als real empfinden. Weil was ich damit sagen will, ist, dass die Katze eben nicht nur im Kopf ist und das ist das Gleiche mit der Fernwahrnehmung. Mit allem, was man sich vorstellt, man kann nicht so einfach sagen, dass was ich mir jetzt vorstelle, ist ja nicht real. Oder das, was ich geträumt habe, ist ja nicht real. Das ist, weil die Frage ist nicht, ob etwas real ist, sondern ob etwas relevant ist. Weil alles ist für sich genommen real. Jeder Gedanke, jede Emotion, jeder Traum, jedes Gefühl ist real. Und dementsprechend auch jede Wahrnehmung. Und wenn man eine Fernwahrnehmung hat, dann ist es nicht nur etwas, was im Kopf stattfindet, was man sich nur ausdenkt, sondern es ist immer etwas Reales dabei. Und das ist das, wo man mit anfangen kann, dass man anfängt, sich einfach etwas vorzustellen und dann nach und nach einen Bezug zu dem bekommt, was man sich vorstellt. So kann man auch Spiele spielen, wo jemand zum Beispiel ein Objekt an einem Ort versteckt und man stellt sich jetzt diesen Ort ganz doll vor. Und wenn man diesen Ort jetzt ganz stark genug sich vorstellen kann und das Bild klar genug ist, auch das ist eine Übungssache, dann kann es sein, dass man diesen Ort wahrnimmt mit diesem Gegenstand, den jemand da versteckt hat. Das heißt, dass auf diese Art weiß man auf einmal, welcher Gegenstand da ist, weil der einfach in dieser Vorstellung, die man hat von diesem Ort, mit auftaucht, weil man vielleicht einen bestimmten Ort, den man gut kennt. Das ist leichter mit etwas, wenn man sich da etwas vorstellt, was man gut kennt. Und das zeigt so, dass diese Vorstellung eben nicht nur im Kopf ist, sondern dass da tatsächlich eine Verbindung zu einem Ort oder einem Menschen oder einem Tier oder was auch immer, der tatsächlich stattfindet. Oder das Phänomen, dass man an jemanden denkt und dann klingelt das Telefon. Ihr kennt das. Ja, gibt es denn noch irgendwelche Fragen und noch irgendwas, was jemand anders vielleicht zeigen möchte oder irgendwas? Nach 2 Stunden 15 Minuten, da hat er seine Reaktoren gezeigt, 2 verschiedene. Und er sagte, es ist alles da, ich habe euch alles schon gezeigt, aber ich habe es nicht verstanden, worum es dabei ging. Ja, ich weiß das jetzt so aus dem Kopf auch nicht mehr. Ich habe da meine Notiz scheinbar da nicht so ausführlich. Ich weiß aber noch, das war jetzt aber nicht das, worum es hier eigentlich ging, sondern was er noch sagt, ist, dass all diese Systeme dank Caroline
alle noch 100% vorhanden sind. Also Herr Kescher hat letztes Mal ja davon gesprochen, dass Sie so ein Cache-Museum machen wollen und dass all diese Systeme, die Sie in der Vergangenheit entwickelt haben, alle noch vorhanden sind. Also und ja, und das ist etwas, was sich jetzt über die Jahre immer wieder mir aufgefallen ist, dass der Cache Dinge, die vielleicht aktuell gerade viel Interesse haben, das sind Dinge, die hat er auch vor Jahren schon gesagt. Aber es ist einfach in dem Moment noch niemandem wirklich so aufgefallen. Auch also viele Bemerkungen, die er einfach so gemacht hat, aber die auf die nicht eingegangen wird. Weil vielleicht, wie Herr Kesch immer sagt, dass das Verständnis da einfach noch nicht groß genug ist. Und so wird man im Nachhinein die Sachen, die er früher erklärt hat, auch besser verstehen können. Das ist wie zum Beispiel das Jodgans, was ja auch eine Zeit lang so ein Thema war, wo Herr Kesch sagte, dass es keine Verbindung zur Seele herstellen, wenn das auf einer biologischen Ebene ist. Also Jod ist ja auch nicht gleich Jod. Und das ist auch etwas, was vielleicht in Zukunft nochmal sehr viel relevanter wird, aber es ist so ein bisschen in Vergangenheit, Vergessenheit geraten, wenn da nicht jemand aktiv was mitmacht. Ja, er hat also eine ganze Stunde dieses Bild da vor sich gehabt und hat direkt hineingemalt und erklärt und so weiter. Wo findet man die deutschen Übersetzungen anschließend? Stefanie, weißt du das? Werden die Übersetzungen noch regelmäßig gemacht? Und wenn ja, wann und wo findet man die denn? Übersetzung, also wir sind mit dem Transkribieren, was die Voraussetzung für die Übersetzung ist, sehr im Rückstand und stellen da erstmal intern Übersetzung zur Verfügung, die mit einem automatischen Programm dann erstellt worden sind, aber vom Grundsatz her mit Vorsicht zu genießen sind. Deswegen stellen wir die nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die richtigen Übersetzungen, das wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir das dann alles hinbekommen. Und aus dem Grund kann ich nur immer wieder darum bitten, dass sich Menschen daran beteiligen am Transkribieren. Das heißt also, die Untertitel vom Englischen erstmal zu erstellen. Und das sind die Voraussetzungen dann, dass vernünftige Übersetzungen stattfinden können. Und da brauchen wir händeringend Transkriber wie auch Übersetzer. Ich weiß nicht, Renate, magst du noch was dazu sagen? Nicht, denn du hast gesagt, wie der aktuelle Stand beim Transcribing ist. Ne? Mhm. Auf alle Fälle hilft auch manchmal schon eine Krücke, also diese automatischen Programme. Und wenn man an der Stelle das nicht ganz versteht, dann kann man ja nochmal versuchen, selbst hineinzuhören in diese Original-Dokumentation, sag ich mal. Es ist ja einfach wichtig, was jetzt gebracht wird. Und ich versuche, wie gesagt, vieles nachzuarbeiten auch. Ja, intern sind die bei uns, werden die im Chat auf Zoom veröffentlicht und gehen dann in unsere interne Datenbank. Wenn du da Zugang zu hast, dann kannst du dir die alle angucken. Also ich war Studentin, aber bin aktuell kein zahlendes Mitglied gewesen und insofern muss ich dann sehen, wo ich hinkomme dann. Thomas Lorenz hat hier im Chat geschrieben, dass er da einen Pro-Account hat von einem Anbieter, wo die Übersetzungen wohl richtig gut sind. Und wenn man ihm die Skripte schickt, dann würde er die übersetzen. Also das heißt, die Skripte, die das Transcribing oder was? Ja, also genau, die englischen. Es muss ja erstmal im Englischen vorliegen.
Oder ich weiß nicht, ob man da eventuell automatische Generierung von YouTube nehmen könnte. Also die Englischen, die kann YouTube wohl ja lesen, also aus dem Ton heraus zum Text machen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so ideal. Aber wenn man zumindest dieses Englische schon mal hat, dann könnte Thomas das da zumindest wohl durch so einen guten automatischen Übersetzer laufen lassen. Ja, das ist leider der Punkt, das ist genau das, wo Stefanie angesprochen hat, dass es zu wenig Transkriber gibt und deshalb auch so ein Rückstau ist. Ja, weil die automatisch generierten Untertitel von YouTube, die beinhalten relativ häufig Fehler, die dann zu einer noch weiter entfernten Übersetzung führen würden. Das heißt, alle Untertitel, manche nehmen die Untertitel von YouTube und erleichtern sich die Arbeit dadurch, dass sie nicht mehr alles tippen müssen. Aber dennoch muss es von einem Studenten nachbearbeitet werden, bis dass es dann in die Übersetzung gehen kann, damit die Qualität zumindest so gut es geht erhalten bleibt. Ja, ich denke auch, wenn also zumindest das Englische, der englische Text nicht so gut ist, dann wird es natürlich schwierig. Also zumindest das Englische müsste man haben. Also wir haben jetzt, ich habe mal eben nachgeschaut, wir haben soweit einen Rückstand, dass wir jetzt am 218. arbeiten. Das heißt, wir kommen immer mehr in Rückstand, wir kriegen nicht mal pro Woche ein fertig. Und insofern brauchen wir dringend Hilfe. Allerdings ist das nur möglich als Student und mindestens mit englischen Grundkenntnissen. Wir würden diejenigen dann richtig einarbeiten und begleiten. Also da soll es nicht dran scheitern. Es ist nur wichtig, dass das Studenten sind und Spaß daran haben und so ein bisschen englische Grundkenntnisse haben. Und ich kann es nur sehr, sehr empfehlen, weil das alles in allem, also besser kann man nicht lernen, weil durch die Sprache von Herrn Cash und das intensive damit beschäftigen, das Hören, man so viel lernt und komplett durch das Hören, durch die Seele das ganze Wissen mitbekommt, ist sehr, sehr intensiv und von meiner Seite aus macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Ihr könnt euch gerne bei mir melden oder auch, wenn ihr in den Chats seid, könnt ihr auch in den Chat schreiben oder euch erstmal als Studenten anmelden. Es gibt diverse Wege, aber das wäre wirklich klasse, wenn ihr damit helfen würdet. Dann würdet ihr nicht nur uns helfen, sondern eben auch der ganzen Menschheit, dass wir so schnell wie möglich das Wissen verbreiten können. Früher war es der Richard, der hat ja immer ganz wunderbar mit seinem perfekten Englisch alles transkribiert. Und dann kam die Studentenübersetzung auf und dann hieß es, nein, das soll jetzt nur noch über die Studenten gehen. Und damit ist es jetzt dann also eingeschlafen leider. Na ja, gut, was jetzt die privaten Schulungen angeht, das ist klar, das können nur Studenten machen. Aber die öffentlichen, das ist vielleicht eine Vertrauenssache, ich weiß auch nicht genau, aber die öffentlichen Texte, die kann ja jeder übersetzen. Aber beziehungsweise das Übersetzen scheint ja hier gar nicht das Problem, sondern das Transkribieren erstmal auf Englisch. Genau, da habe ich von gesprochen. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche Anliegen?
Ja, ich wollte gerade noch mal was sagen, was das Thema Transkriptionen anbelangt. Offenkundig scheint jetzt durch den Einsatz von KI, also künstlichen Intelligenzen, die Transkription automatisch, also sprich durch Computer, immer besser zu funktionieren. Ich habe mich da jetzt noch nicht so reingearbeitet, aber ich denke, dass das ein recht guter Ansatz sein könnte, mal zu gucken, wer liefert neben der Funktion, die Google selbst liefert oder YouTube selbst liefert, wer liefert denn momentan die besten Transkriptionen? Und da mal zu gucken, dass man zumindest sowas wie leicht verbesserungswürdige Vorlagen bekommt, statt einen idiotischen Text, den man gar nicht verstehen kann, wenn man nicht den Originaltext im Englischen versteht. Also als Beispiel Thomas, der eben auf diese Webseite hingewiesen hat, das scheint offensichtlich bessere Übersetzung zu machen, wenn man mal die Traduktion hat, als Google. Wenn wir alle zusammen suchen nach dem besten Tool, wie man irgendwie Transkriptionen hinbekommt, finden wir wahrscheinlich die beste Lösung und sind damit in der Lage, diesen Rückstand, den ihr jetzt in der Übersetzung habt, in irgendeiner Form aufzuheben. Ja, also es müsste schon so ein System sein, wo man, den Text rausschreibt vom Hören, von den Videos und dann, wo das so ein bisschen dazulernt, weißt du, wo man reinschreiben kann, wenn zum Beispiel ganz gesagt wird, also die bestimmten Fachbegriffe, dass er nicht jedes Mal wieder nicht weiß, was ganz ist. Das muss ein System sein, was ein bisschen dazulernt, damit das besser funktioniert. Und dann auch vielleicht die Stimme und Sprache von Herrn Cash auch besser nach und nach immer besser interpretieren kann. Genau, also solche Systeme gibt es. Es gibt Systeme, ich weiß aber nicht welches, aber ich kann es mir vorstellen, um auf dein voriges Gesprächsthema Bezug zu nehmen. Es wird mit Sicherheit Systeme geben, die das beides berücksichtigen, nämlich dass man bekannte Wörter wie ganz nicht jedes Mal neu beschreiben muss oder wie man das schreibt, also das Zufügen zum Wörterbuch heißt das, glaube ich, diese Funktion. Das Zweite ist natürlich, dass es um das Training der KI geht, dass die den Cache zunehmend versteht. Also ich denke mal, die meisten von uns, die wir hier in diesem Chat sind, die haben über die Jahre gelernt, Cache zu verstehen, aber am Anfang war das nicht unbedingt einfach, weil der spricht ein untypisches Englisch und es braucht seine Zeit, bis man wirklich versteht, was er sagt. Ein weiteres Problem ist, Rainer, ein weiteres Problem ist, dass die Tonqualität jeweils nicht besonders gut ist. Also er spricht teilweise so leise, dass man nicht alles versteht, was er sagt. Das ist auch ein weiteres Problem, das sie haben beim Transkribieren. Darum ist es so unglaublich aufwendig, wenn man nicht alles versteht, das herauszuhören, was er jetzt wirklich wieder gesagt hat. Also da gibt es eine Open-Source-Software, die heißt Audacity. Damit kann man also das Nivell so hochschrauben, wie man es braucht. Und man kann es auch nivellieren, also wenn es eben Momente gibt, und das ist ja typischerweise so, wenn Herr Kesche fragt, hat jemand eine Frage und der dann reinkommt, dessen Stimme ist viel lauter als die Stimme von Herr Kesche vorher war, dass man mit so einem Programm also auch die, sagen wir mal, die Peaks nivellieren kann. Wir wollen Herrn Kesche verstehen und das ist sozusagen die Nulllinie. Und was viel darüber hinausgeht, das dämpfen wir ein bisschen. Und das, was viel darunter fällt, wie zum Beispiel, wenn keiner mehr einen Cache verstehen kann, das verstärken wir.
Ich möchte noch dazu was sagen, und zwar, viele von uns haben sicherlich dieses kurze Video, den Schöpfungskreislauf, gesehen, was anfangs von den Workshops gezeigt wird oder auch am Ende. Und da redet Herr Cash davon, dass wir jetzt einen neuen Kreislauf starten, indem wir durch unsere neuen Absichten, Intentionen, unsere neue Ausrichtung, was völlig Neues in Liebe erschaffen. Und so ist es auch mit dem Transcribing, mit den Worten, die Herr Cash vermittelt und die wir zu Papier bringen oder weitergeben oder Ähnliches, da sind diese ganzen Energien drin. Und wenn wir das von einer Maschine machen lassen, dann wird das nie so weitergegeben werden, als wenn das ein Mensch mit den entsprechenden Absichten macht. Und da halte ich es sehr, sehr, sehr für wichtig, dass eben das auch in unserer Hand bleibt. Und wir sind 7 Milliarden Menschen auf der Welt und es braucht eigentlich nur, was weiß ich, vielleicht 50 Menschen, die sich darum kümmern und da intensiv dran arbeiten oder auch eben je nachdem mehr, die dann ein paar Minuten vielleicht nur in der Woche dafür aufbringen. Und das ist aber auf jeden Fall milliardenmal mehr wert, als wenn wir es von einer Maschine machen lassen. Liebe Stefanie, er ist allerdings auch zu einem Roboter-Cooking gewesen, also zu einem Roboter-Kochabend. Und er hat gesagt, er war begeistert. Ja, also vielleicht sollen wir uns nicht überschätzen. Es ist ja nur erstmal eine Krücke, damit wir weiterkommen. Wir können doch nicht monatelang warten und keiner macht das so, wie du dir das vorstellst. Ja, das, vor allen Dingen, wie viel gibt es denn unter uns, der so gut Englisch kann? Ja, zumindest das Beispiel habe ich nämlich auch gedacht mit dem Kochen, dass das zwar natürlich, wenn ein Roboter kocht, nicht mit Liebe gekocht ist, aber dass es in manchen Fällen ja vielleicht sogar ganz gut ist, etwas in monoton, original, sage ich mal, zu bekommen, ohne die Emotion da drin. Ne? Weil die Emotion kann ja mal so sein. Und das wäre, wenn es eine Maschine macht, eben frei von diesen Einflüssen. Was ja natürlich nicht immer gut ist, aber es kann in manchen Fällen ja auch sinnvoll sein. Also ich habe ja hier ein bisschen damit zu tun, dass ich da sozusagen den Chip in meinem Hirn ständig umschalten muss zwischen diversen Sprachen. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt nicht weiter weiß, also mir fällt gerade nicht ein, wie ich als nativer deutscher Sprecher einem englischsprachigen oder einem spanischsprachigen Mensch erklären soll, was ich eigentlich sagen will, dass ich dann durchaus solche künstlichen Intelligenzen nutze. Und die haben eben unterschiedliche Qualität. Also was drücken die aus? Ich gebe was ein, es kommt was raus. Und wenn ich das dann wieder quer übersetze, also ich übersetze dann zum Beispiel, ich habe eine Übersetzung vom Deutschen ins Spanische und danach übersetze ich dieses Spanische wieder in Deutsch, ins Deutsche. Was kommt denn dabei raus? Ist das wirklich das, was ich sagen wollte? Und da gibt es gewöhnlich Unterschiede. Also diese KIs, diese künstlichen Intelligenzen, die lernen ja auch dazu. Aber für mich ist das zumindest eine große Hilfestellung, erstmal zu sagen, okay, übersetz mir den kompletten Text, künstliche Intelligenz, in meine Sprache, welche Sprache ich da auch immer wählen will. Und ich erkenne, dass, wenn ich das dann lese, diese Formulierung macht keinen Sinn, gucke ich wieder zurück in den Originaltext und okay, ich verstehe dann den Originaltext und das ist auch interessant, hier hat man die Möglichkeit,
mit Verbesserungen einzutreten. Das heißt, man kann sagen, okay, künstliche Intelligenz, wie du das übersetzt hast, das ist sinnfrei. Die richtige Übersetzung, die sinnvolle Übersetzung ist folgende. Und du gibst dann eine sinnvolle Übersetzung ein und danach ist diese künstliche Intelligenz in der Lage, eben das von dir vorgeschlagene Term, also so ein abgeschlossenes Thema, anders formuliert, zu übernehmen. Und ich denke, dass dieser kognitive Part, der uns in gewisser Weise auch ausmacht, also wo wir einfach so nach, wenn das passiert, muss danach das passieren, also dieses Aktion-Reaktion-Modell, wo immer das funktioniert und gewinnbringend im Sinne von vorteilhaft für alle funktioniert, das sollten wir durchaus künstlichen Intelligenzen überlassen. Ja, warum nicht? Hauptsache, wir kommen jetzt endlich voran. Ja, wie auch immer man das macht, die Möglichkeiten muss man dazu ja auch erstmal haben. Ich denke mal, im Laufe der Zeit, wenn das so, wäre das eh irgendwann alles nochmal gemacht. Das heißt, das ist ja eine historische Zeit. Die Dinge werden alle sicherlich nochmal vorgenommen irgendwann, dass sich das jemand alles übersetzt. Und ja, aber wie auch immer, ob man das jetzt menschlich macht oder ob man das mit Maschinen macht, das, die Ressourcen dafür müssen ja noch da sein. Ne? Also das heißt, in dem Fall entweder Leute, die das transkribieren oder halt eine Software, die das anständig hinkriegt. Also ich, so wie ich das beobachtet habe, sind wir noch nicht an dem Punkt, dass eine Software den Job von einem richtigen Übersetzer übernehmen kann. Aber wir sind an einem Punkt, wo die Software einem Übersetzer richtig helfen kann. Also der hat danach richtig weniger Arbeit und wir konnten diesen Prozess der Übersetzung von den Videos mit Sicherheit damit beschleunigen. Also das Übersetzen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir in den Workshops einmal Herr Kescher in sehr unterschiedlicher Tonlage, mal laut, mal leise und teilweise so ein bisschen mit Akzent auch spricht, teilweise auch in seiner Heimatsprache was einbringt. Dann haben wir sehr viele Gäste, die mit Akzent sprechen, auch unterschiedlich, dann die unterschiedlichen Probleme, technische Probleme. Und das ist wohl das größte Problem, dass das maschinell dann wirklich so gut verstanden wird, dass da im Nachhinein nicht mehr Arbeit dahinter ist, das zu korrigieren, als wenn man es dann wirklich selber macht. Ja, das ist ja generell ein Thema, was man immer hat. Man kann alles selber machen oder man kann nach Lösungen suchen, die ein bisschen von der Arbeit abnehmen. Und ich denke mal, Stephanie, das wirst du schon längst erkannt haben, wo du Tools, also irgendwelche Werkzeuge zur Hilfe nimmst oder wo du das gleich selber machst. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass nach einem Automatismus gesucht wird. Also da ist es schon. Aber wie gesagt, es gibt eben sehr, sehr viele Schwierigkeiten, die da noch im Wege stehen. Und dann muss man wirklich abwägen, was da die bessere Lösung ist. Aber es wird auf jeden Fall immer nach anderen Lösungen gesucht. Ja, dann gibt es sonst noch irgendwas, was jemand ansprechen möchte?
oder zeigen möchte? Also ich wollte das Thema heute nicht, also wenn wir jetzt Schluss machen hier, dann sollte das Motto nicht sein, wir suchen nach Lösung, sondern das Motto sollte sein, wir finden Lösung. Also ich lese im Chat, dass der Thomas eigentlich seine Hilfe anbietet, da er offenbar sehr gut Englisch kann. Und vielleicht, Thomas, kannst du sagen, möchtest du mithelfen beim Transcribing oder was genau kannst du anbieten? Ich habe das so verstanden, dass er keine Zeit hat, aber er hat sie angeboten, diese Software zu verwenden, die wohl sehr gut ist zum Übersetzen. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Thomas kann recht gut Englisch, aber er sagt, wenn er etwas transkribiert bekommt, also Englisch niedergeschrieben, dann wird er sein Computerprogramm dafür benutzen, um es dann in einer deutschen Sprache wieder zu liefern, entweder schriftlich oder auch mündlich. Das hat er aber auch vorhin schon, glaube ich, angedeutet und wir haben das auch so verstanden. Also früher waren hier in diesem Bereich, wo Mario jetzt ist, da war früher mal der Peter Saarlocher. Nicht, dann war auch die Ingrid Schröder da, die ja die Bücher von Herrn Kiesche mit ihrem Mann zusammen, der ist ja auch Physiker, übersetzt hat. Also das war schon, das hat schon ganz gut funktioniert, ne? Irgendwie. Ja. Wir wachsen halt und inzwischen gibt es den Mario hier und ja. Holger, du hattest eben die Hand oben. Wolltest du was sagen? Ja, ich hatte eine Frage. Und zwar am Dienstag habe ich eben gehört, dass morgen eine Schulung ist für Neuanfänger. Ist die öffentlich oder ist die nur für schon Studenten? Ich weiß nicht, worum es geht. Weiß da jemand anders was? Ich weiß nicht, was du meinst. Also wir haben auf jeden Fall morgen Abend um 20 Uhr ein Treffen, weil wir ein Video machen wollen für Studenten, die bei der Cache Foundation neu anfangen. Und da besprechen wir alles Weitere, wie wir das Video gestalten wollen und würden uns freuen, wenn da rege Beteiligung da ist, dass wir dann auch selber erfahren können, was wir dort in das Video mit einbauen können. Ja, und das war öffentlich oder ist nur für Teilnehmer? Das ist für Studenten intern. Okay, das war mir nicht klar. Das wollte ich gerne wissen. Danke. Ja, dann bedanke ich mich bei allen. Das war heute der 115. Deutschsprachige Wissenssuche-Workshop. Heute ist 31. Mai 2018. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke und schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Mario. Danke euch allen.